Hi, hier ist der Marco und der. Oh, warte mal, mein Bot. Fängt ja schon gut Und an. der Mario von Let's Watch. Hallo, oh, ich sehe gerade, ja, ein Elite-Monster ist hier. Wir spielen Wir. Evolve. Genau. Um mal vorwegzunehmen, wir sind schon direkt im Match drinne. Ja, und ich habe gerade ein Elite-Monster hier getötet. Das siehst du natürlich nicht, weil Marco ist das Monster. Richtig. Und zwar der Goliath. Ein kleines böses Vieh. Und ich werde mir mal kurz was zu futtern besorgen. Ich habe schon das zweite Elite-Monster. Kryptozoologie. Oh, tötet 10 Und Tiere. ich kann mich jetzt in die nächste Phase entwickeln. Nehmen wir mal dieses kleines Plätzchen hier Ja, oben. ich Gehen höre wir mal es kurz gerade schon. darüber. Wir haben extra ein bisschen vorgespielt für Ja, das weil erste. das die ersten Phasen, also die erste Phase dauert ein kleines bisschen, bis man sagt. Zweite natürlich auch. Ich habe jetzt bis kurz vor die dritte und habe extra für das Video jetzt unsere gewartet. Und jetzt machen wir eine Entwicklung. Fleischfresser. Ich spiele natürlich die Menschen. Ich habe die Auswahl, wenn ich alleine gegen ein Monster spiele, zwischen vier Parteien. Ich spiele gerade Maggie. Das ist der Trapper, sozusagen der ja, Rattenfänger für Monster. So, wenn die Phase 3 bei den Monstern erreicht ist, kommt die Stromrelease zum Einsatz. Die muss man dann zerstören als Monster. Und dann ist das Spiel vorbei und als Mensch muss man halt das Monster jederzeit töten. Ne? Vollkommen richtig. Da ist Daisy, mein Gefährte vom Trapper. Der heilt Verbündete, wiederbelebt und macht halt so Sachen, die ein Begleiter macht oder machen sollte. Ich höre schon hier irgendwo was. Hank ist 5, glaube ich. Nee. Hank ist sozusagen der Schildmacher. Er ist für die ganzen Bonis zuständig. Oh, da kommt wohl mein Einsatz jetzt. Da ist das Monster. Goliath! Ah, da ist er. Den Flammenwurf hat er gerade eingesetzt. Ich brenne schon ein bisschen. Und damit ich ihn jetzt... Oh. Oh. Genau. Ich muss da so ein bisschen. Ich habe die Arena gerade aktiviert. Volltreffer. Wow. Alter, hau mich weg. Monsterpanzerung vernichtet. So, ich muss... Boah, haut er mich hier weg. Gleich ist der Schutz weg. Oh. Wal ist tot. Ja, Medic ist tot. Ja, der Medic ist tot. Das ist schlecht. Ah, tötet ihn. Aber er hat nicht mehr viel. Markov ist sozusagen der Hau drauf Mensch, den ihr da seht. Oh, jetzt haut er ab. Wie nett. Na? Wo ist er denn? Regenerierst du dich? Muss mir hier gerade was zu fressen suchen, damit ich nicht komplett drauf gehe. Und das habe ich gerade gefunden, und zwar in Epic. Ich bin natürlich auf der Suche nach ihm. Obwohl das schwierig ist. Wenn er sich nicht verlauten lässt. Na, wo ist er denn? Aha. Das Ding hat was getötet. Das ist immer so ein Aufschreck. Da, wo die Tö
die Vögel sind, da ist auch das Monster. Ich höre es schon irgendwo. Aha. Das Biest versteckt sich nicht mal. Kann ich eigentlich auch klettern? Wo ist das denn? Ich habe halt auch die Möglichkeit zu schleichen. Ich sehe immer die die Bewegungen von ihm. Hier als Monsterspur. Obwohl ich ziemlich Angst gerade habe. Huch. Was soll das denn? Weiß nicht, runtergefallen. Auch Monster können fallen. Du bleibst hier. Wow. Alter, was war das denn? Tötet es! Du hast keine Chance! Wow! Du bist natürlich jetzt auch mächtig. Aber nichts gegen mich. Wow, niedriger. Oh mein Gott, nein! Ah gut, meine Medi ist wieder heil. Du kannst nicht fliehen. Das Biest hat sich befreit. Der Goliath ist leider übel stark, aber sehr, sehr langsam. Leider übel stark? Na, eigentlich wollte ich sagen, eigentlich sehr, sehr langsam. Ja, gut. Gibt bessere, aber für den Anfang ganz okay, ist halt eher so der auf Tank. Wie ihr hier seht. Leider habe ich noch nicht den anderen freigespielt. Ist. Wow. Ah. Hast mich gleich. Das Problem ist, die Menschen sind einfach übelst heftig stark. Ja, direkt am Anfang schon, ey. Wow, Monster besiegt. Ach, verdammt. Ah, und da ist ein Sieg für mich. Die Jäger haben gewonnen. Die Jäger haben gewonnen. Jetzt kommt die Endsequenz. Ja, weil wir machen... Mensch, wie verdammt, wie hieß der Modus? Evakuation, nee, Evakuierung. Evakuierung, genau. Wie eben gerade schon, ne? Genau. Dieser hat den netten Funktionen, dass das Auswirkungen auf die nächsten Maps jetzt hat. Ja. Dementsprechend, wer gewinnt. Natürlich sind wir jetzt schon Stufe 2 oder jetzt Stufe 3, bin ich. Also ich bin... Fressgeschwindigkeit. Ja. Oh. Neue Freischaltung. Neuer Hintergrund. Feuerarten ist abgeschlossen. Schmettersprung abgeschlossen. Harpune. Ah, Felswurf muss ich machen und Ram. Oh. Ja, Maschinenpistole ist abgeschlossen. Also ich muss jetzt Schmettersprung. Koloniestatus. Gerettet, getötet. Wow. Was? Automatisch ausgleichen. Oh, Stimme für den nächsten Ort. Hm. Rettung, Nest. Oder Nest. Ach, nehmen wir die hier. Nehmen wir mal die Rettung. Nehmen wir mal die Rettung. Ja.
Rettung musst du sozusagen mich eher töten und Nest muss ich, glaube ich, dich. Wahrscheinlich kommt ein Baby Goliath. Wir werden Was? es nie herausfinden. Kolonisten schließen sich den Jägern im Ich Kampf den gegen Jägern das im Kampf Monster gegen das Monster. Ne, ist ja ganz toll. an. Mach den Jägern! Hab ich ja noch mehr Gegner. Ja. So. Jäger müssen 5 Überlebende wiederbeleben und evakuieren, bevor das Monster 5 tötet. Okay. Also so wie Geiseln retten. Ganz stinknormal. Gab's damals schon bei Counter-Strike. Wartet auf Ladevorgang bei Spielern. So, hier seht ihr nochmal. Assault fügt dem Monster Schaden zu. Trapper fängt das Monster. Medic heilt die Jäger und Support stärkt die Jäger. Also, wie heißt der? Marvok oder so? Maverick, ja. Marvok, ja. Also ich nehme die Maggie. Die gefällt mir eigentlich bis jetzt am besten. Erhöht die Sprunghöhe oder schneller? Sprunghöhe. Ja, so, jetzt kann ich mal kurz. Und zwar sehen wir, ich habe den Goliath. Das ist leider momentan der einzigste, den ich habe. Den Kraken werde ich mir jetzt gleich freispielen, habe ich zumindest vor. Ich habe die Möglichkeit, hier den Skin zu ändern. Einmal in Standard, einmal in dem Goliath Magma Skin. Und einmal den Wilder Goliath Skin. Ich nehme mal jetzt den Magma. Wie gesagt, normalerweise gibt es noch den Kraken. Und den Geist. Jetzt hast du doch noch Geistsister. Cool. Kommt aber auf jeden Fall noch einer. Aber die habe ich mir noch nicht freigespielt, deswegen nächstes Mal die. So, ich muss. Was war es denn? Rammen, glaube ich, und Felswurf musste ich machen. Ne? Genau. Feuerarten hatte ich fertig. Machen wir Felswurf und Rammen. Fressgeschwindigkeit. Und weiter geht's. Kurz Hier warten, bis Onkel Mario soweit ist. denn. Yep. Ich habe nur mal, So, jetzt. während du gesprochen hast, einfach mal durchgeswitcht. Damit die Zuschauer auch mal alle Charaktere sehen. Ohne was dazu zu Ich bin ja sagen. ehrlich gesagt mal echt auf den Kraken gespannt. Ja, also den Kraken würde ich auch gerne. Denn Obwohl ich es eigentlich halt. mehr auf den Geist scharf bin, muss ich jetzt mal ganz Ja. ehrlich gestehen. Aber es heißt ja nicht umsonst. Befreit den Kraken! Richtig, vollkommen richtig. Ach, das wäre cool. So, Rettungstipps. Rettung. Ich finde den A So. Abspann oder das Intro von den Jägern viel besser, wie von dem Monster. Das ist kein Ort für Zweifel. Bart, Na Sandwich. toll. Jetzt mache ich mir Sorgen. Vielen Dank, Yay. Sollen wir dich schon gleich jagen? Na, ich bin Ach gerade so, am. nee, wir müssen ja Kolonisten. Muss ich ja gar nicht jagen. Richtig, finde So. Überlebende. Ich muss mich in der Zwischenzeit ein bisschen hochfuttern. Die Ferkel? Ach, die Vögel. Hat aber einen Was, komischen. Ferkel? Was ist mit Ferkel? Ja, der Markov oder wie er heißt, hat so einen komischen Akzent. Ah! Hast du den schon getötet? Ich komme hier nicht mehr hoch. Fuck. Wen habe ich getötet? Nein. Ein Überlebender. Überlebender, sehr gut. Okay, und wo müssen wir die jetzt hinbringen? Landungsschiff in Anflug. Ah! Evakuieren. Ja, ich hab dich! Oh, du hast Felswurf. Ja. Wie holst du denn?
Ich schieße jetzt mal die Harpune ab. Bist schon wieder runtergefallen. Ja. Boom! Lille Harpune, ey. Ja, die Harpunen sind gut. Was war das denn jetzt? Da! Wow, Alter, dieser Ramme, ne? Wow. Ja, Panzerung. Oh, die Harpunen brauchen so lange zum Laden, ne? Zack. Alter. Du hast keine Chance. Und das ist das Problem. Oder eher gesagt, die Schwachstelle, sobald das Monster nicht irgendeine Phase hat, ist der so im Nachteil. Das stimmt leider. Das ist wirklich fast unmöglich. Zack. Zack. Du könntest ja eigentlich wieder fliehen, aber das wäre sinnlos. Ja, ich versuch's ja gerade irgendwie. Oh. Noch nicht, nicht, nicht. Lass mich doch kurz auffressen. Zack. Da. Er lässt mir aber auch keine Chance. Dam, dam, dam. Gut, da sieht man natürlich jetzt, ich habe mich noch in gar keine Phase verwandelt gehabt. Und somit bin ich schutzlos. Ja, ja, nutzlos nicht. Also ich kann schon ziemlich dazwischen hauen, aber ich halte halt nicht so viel aus. Ja. Dementsprechend, umso höher die Phase ist, umso mehr Damage macht man natürlich und dementsprechend und vor allem hält man auch aus. Umso mehr Attacken hast du auch. Das ist richtig. Ne? Du kannst ja pro Phase eine neue Attacke dazu wählen. Oder halt eine stärker machen. Ne? Richtig. Je nachdem. So. Gut, die Hälfte habe ich schon mal von der Harpune. Oh, ich muss nur einen Felswurf jetzt machen, dann habe ich einen Kraken frei. Echt? Ja. Oh, das ist cool. Finde ich auch cool. Ach, weltweiter Durchschnitt. Ja, ich muss noch Harpune mehr benutzen und Daisy. Daisy, Daisy. So, ich würde mal sagen, wenn wir jetzt nochmal sind bei knappe 18 Minuten Aufnahme. Automatisch ausgleichen. Ich denke mal, du kriegst ich krieg dann so ein Handicap, ne? Ja, würde ich auch mal drauf tippen, ne? Ja. Und du willst ja jetzt Will mal ein Nest. Keine Ahnung, was auch mal das ist. Ja, machen wir mal. Nest. Weiß der Teufel, was Nest ist. Ja. 18 Minuten, schaffen wir noch ein Spiel? Ja klar, ich will dann zumindest noch den Kraken haben. Was habe ich gesagt? Was muss ich noch machen? Felswurf, ne? Felswurf, ja. Genau, Felswurf. Gut, muss ich den jetzt gleich als erstes pumpen. Was? Ein Laser aus dem Weltall feuert das Monster und fügt ihm schweren Schatten. Nein, das ist toll. Das ist, weil du gewonnen hast, jetzt schon das zweite Match. Ja, deswegen bestimmt haben auch die Kolonisten mit dir mitgekämpft und jetzt hast du das Match gewonnen. Jetzt habe ich die Satellitenverbindung ist aufgebaut. Und das wurde regelmäßig von sengenden Laserstrahlen getroffen. Nice. Regelmäßig auch noch. Das ist ja nett. Du wirst feststellen, dass bestimmte Vorteile perfekt zu deinem Spielstil passen. Nice. So viel dazu. Oh Mann, ey. Ich fange wieder mit dem Treffer an. Weil ich will nämlich Griffin haben, der sieht schon ziemlich cool aus. Maggie. Das ist Maggie. Sprunghöhe. Ich mag Sprunghöhe. Eigentlich ist das der eine Buchstabe da ein bisschen verkehrt drin, ne? Ja. Beim Trapper. Ja. Wie Kai vorhin sagte, ne? Tripper. Ja, Tripper. Oder was, Mo? Er hängt sich ja auch dran, wie Tripper, ne? Ja. An das Monster. Ah, da draußen sind jede Menge Eier. Und ein ziemlich angepisstes Monster. Boah, die Geschütze sehen schon ziemlich geil aus. Wenn man die noch benutzen könnte, das wäre geil. Ich muss jetzt meine Eier beschützen. Hank kocht. Dieses Intro der Menschen ist einfach viel zu geil.
Aber vernichte alle Eier und Diener. Na gut. Dim, 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 dim. Dim, dim, dim. Zack. Zerstört die Eier. Gut, wo sind jetzt Eier? Gut, dann gehen wir mal dahin. Ich muss noch ein bisschen mit der Harpune. Oh. Bühnenkäfer? Hm? Bühnenkäfer. Den habe ich getötet. Gleich gibt's ein Ei weniger. Was? Du bist schon Phase 2? Ja. Pouts. Ein Ei weniger. Da waren's nur noch 5. Wird natürlich dann ziemlich heftig, ey. Sozusagen sind wir jetzt eigentlich auf der Flucht. Das Monster gewinnt in... Acht, was? Was? Ich habe nur 8 Minuten. Wie fies ist das denn? Na, wie fühlen wir uns? Naja, gut. Schon ein bisschen zeitlich begrenzt, ne? Wäre natürlich jetzt schön, wenn ich mal wüsste, wo du bist. Wird noch nicht angezeigt. Welches halt doch da. So, tötet es. Zack, 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 zack. Boah, ey. Ja, ja, brauchen aber doch ganz schön viel. Die hatten ganz schön viel aus, muss ich sagen. Zack, Ei vernichtet. Oh, ja, nee, ist klar. Ah, ich habe eine Idee. Fuck, ich kann auch nicht raus. Mist. Dachte, ich hätte ja auch raus können, aber nein. Noch 7 Minuten, ey. Oh, Monster hat Schleichangriff-Bonus. Ja, nee, ist klar. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Zack. So. Werde ich das mal zerstören? Yeah, ei, ei, ei. Das Monster gewinnt. Boah. Hank ist tot. Nein, du hast Hank getötet. Du Schwein. Boah. Ja. Schon klar. Aber du verlierst schon ganz schön. Ja, okay. Alles klar. Sag mir bitte nicht, dass ich jetzt der Einzige bin, der hier noch lebt. Und du bist Phase 3. War ja klar.
Okay, das ist echt fies. Ich fress gerade deine Typen auf. Schön. Gut, dass du das machst. So hab ich's gern. Welches Ei ist denn jetzt gerade in Gefahr? Da hinten. Oh, Goliath ist so langsam. Obwohl, eigentlich kannst du schön... Ja, heißt wohl, ich muss hier mich beeilen. Nicht unbedingt. Ich habe mich, glaube ich, gerade verlaufen. Ei, vom Porten. Fügt Eiern 3000 Schaden zu. Boah, den Bonus kriege ich aber häufig jetzt. Boah, bitte lass gleich den Laser losgehen, ey. Und nicht voll erwischen. Bitte. Ach, meine Spieler kommen wieder. Sehr schön. Im Kampf gefallen. Ja, ach nach so. 2 Minuten. Ja, ich hab, das war das Landungsschiff. Ah. Alles klar. So, ich würde sagen... voll... Huch, falsche Taste. Oh. Oh, Mist, das war nicht so gut. Oh, die sind schon bei einem Ei. Ausdauer. Tag, 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 Tag. Kann ich das Elite-Monster... Wow, Alter. Gut, du bist in der Nähe, ich merke es. Wieso? Ach, nur so. Irgendwie merkt man das. Zack. Öffnet den Kern. Einer blöden Baumfest, Junge. Du kommst hier nicht weg. Donnerkuppel. Was hab ich denn da freigeschaltet? Wow. Monsterpanzerung vernichtet. So. Stolpersteine. Wow. Huch. Wer ist da denn? Yeah, Harpune. Zack. 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 Wow, Alter. Hier flasht es gerade einfach nur. Zack. Oh, ich lebe dir. Das Eier ausbrüten, habe ich gerade festgestellt. Echt? Ja. Wow, Alter. Ja. Freesteel Champion. Ach so. Wahrscheinlich, weil ich so viel geschwommen bin. Nix da! Ich glaube... Das Ei erwische ich noch. Sie haben... Oh! Ja! Okay, ich hab's geschafft. Eins tot. Bleiben noch 1 oder 2 Millionen Bucket. Gewinn ein Match. So, das müsste jetzt aber fett Punkte geben. Ja, der Abspann ist auch sehr schön. Ja, den sehe ich ja auch. Auch von den Menschen? Ja, ja, von den Menschen. Ah. Sieht sich gerade einen Helm auf. Genau. Nimmt eine Waffe. Sieht ein bisschen komisch aus. Ja, der ist irgendwie so mager. Ein Soldat muss nicht so mager sein. So einen langen Hals. Oder? Das Schiff ist cool. Ich will auch ein Schiff fliegen. So, jetzt werden die Punkteabrechnungen. Füge Eiern Schaden zu. Harponiere das Monster 10-mal. Boah. Na gut, das gab jetzt nicht so viel, aber ich bin kurz vor 4. Charaktermeisterschaft. Und hab ich's noch geschafft, 4?
Ja, scheinbar nicht. Keine Aha, ach so, gut. Gar nix. Okay, alles Rechtswurf. Klar. Ja, abgeschlossen. Schön. Abgeschlossen. Oh, jetzt kommt irgendwas. Nicht? Hä? Koloniestatus. Gerettet, getötet. Okay. Ich bin voll am Ablusen hier. Automatisch, also, ja. Aber sowas von. Aber die Jäger sind halt natürlich auch mega, ne? Was man dazu sagen. Ne? Ja, würde ich sagen, beenden wir die Aufnahme jetzt hier. Bin jetzt bei einer halben Stunde, Pi mal Daumen. Das würde ich sagen, reicht erstmal. Und wir werden dann dementsprechend natürlich noch die anderen Monster zeigen. Und natürlich auch eine anderen Spielmodus, die es gibt. Jagd. Wir spielen das natürlich noch zu Ende, aber leider ohne euch. Genau. Liked uns, schreibt Kommentare, abonniert uns. Habt uns lieb. Das auch, genau. Auf eine ganz spezielle, besondere Art und Weise. Genau. Hinterlasst Kommentare, wie ihr es findet, was wir besser machen könnten. Und so weiter und so fort. Nein, Kram. Jetzt ihr seid kreativ. Kurz noch einen Moment warten. Jetzt würde ich mal echt gerne wissen, ob ich jetzt den Kraken habe oder nicht. Befreit den Kraken! Eigentlich müsste ich den Kraken jetzt haben. Theoretisch. Goliath. Ich nehme immer noch den Tripper. Ja, ich kann den Kraken. Tatsächlich? Ja, ich habe den Kraken. Schön. Ich hab den Kraken. Cool. Anpassen, was gibt es denn? Kraken-Standard? Na gut, Kraken das muss jetzt noch sein. Auch wenn wir uns schon verabschiedet haben, geht es leider nicht ohne. Richtig, richtig. Gut, somit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Horido!